Also ich denke, wir sollten lieber Jinnai befragen, was wir als nächstes tun sollten. An den Wachen kommen wir wohl nicht vorbei. Ach, nun ist dieser Jinnai wohl euer Herr und Gebieter, dass er über euch gebieten kann, Herr Valnar. Warum haben wir dich nur mitgenommen? Willst du dich mit mir anlegen? Ja, nicht das erste Mal, dass ich dir den Schädel abschlage. Hört auf, es reicht. Wir müssen zusammenhalten, wenn wir etwas erreichen wollen. Ich denke, Valnars Vorschlag ist momentan der vernünftigste. Hier kommen wir im Moment nicht weiter. Na fein. Mal sehen, ob euer Messias uns helfen kann. Nun gut. So, wir befinden uns hier und müssen einmal quer über den Kontinent. So, erstmal muss Elaine wieder ein bisschen Blut saugen. Oh, das ging schnell. Haha. Müssen wir einmal quer über die Wüste. Wir haben ja Gott sei Dank den Sonnenschutzmantel. So. So. Ah, ich glaube, ich habe etwas vergessen zu fragen. Einen Augenblick. Werde ich gleich noch tun. Ich habe das nämlich ganz das Ganze im Schnelldurchlauf quasi gemacht. Als ich neu anfangen musste. Muss ich gerade fordern? Möglichkeiten. Nein, das. Stan, Geschäft betreibt Stan. Särge südlich von hier. Alles klar. Danke, das war schon perfekt. Genau die richtige Frau angesprochen. Ich brauche nämlich noch die Särge. Und Stan ist hier. Stans Särge für jeden Anlass. Vielversprechend. Oh, willkommen, willkommen, nur hereinspaziert, nur keine Angst, ich beiße nicht. Ihr seht aus wie jemand, der ganz dringend einen Sarg braucht. Kommt und staunt. Was ist das denn für ein Kerl? Ich habe billige Särge, teure Särge, Särge aus Holz, Särge mit Samt, Särge mit und ohne Gravur. Ich habe so viele Särge, ich könnte die ganze Welt begraben. Würdiger Typ. Schaut euch nur um, hier findet ihr auch einen Sarg in eurem Geschmack. Und für euren Geldbeutel. Na, schauen wir uns mal um. Ich habe keine Lust mehr, in diesem ekligen Betten zu schlafen. Ja, nun, wir haben hier erstmal nur diese eine Art von Sarg. Habe ich euch schon erzählt, dass ich alle meine Kunden liebe? Ja, ich liebe alle meine Kunden. Und ja, ich liebe auch euch. Jetzt dann fest bringe ich ihn einem eigenhändig um. Wollt ihr diesen herrlichen Holzsarg kaufen? Ein Stück kostet nur 100 Fila. Ja, wir nehmen 4. Vielen Dank. Wohin sollen sie gebracht werden? In das Schloss östlich von hier. Kein Problem. Und kommen Sie bald wieder. Ja, ganz gewiss, natürlich. Also wir können im Moment nur diese einfachen Särge kaufen. Es gibt dann später noch bessere Särge. Die können wir uns aber auch erst mit einem etwas höherem Level leisten oder kaufen. Düchen. Hochlaufen. Ich hoffe, wir kriegen bald die Fledermaus-Verwandlung. Das Hochlaufen ist immer eine Qual, besonders hier jetzt im zweiten Teil. Ich finde, könnten auch noch mal kurz zwei Briefe vorlesen, oder? Die habe ich nämlich auch mitgemacht. Ich habe dich vor ein paar Wochen per E-Mail gefragt, ob ich dein Weltkarten-Chipset von VD1 in meinem Spiel verwenden darf.
Und du hast es mir erlaubt. Jetzt möchte ich doch dich nochmal fragen, ob das okay ist, da ich keine Lust habe, mir sagen zu lassen, der hat einfach ohne Erlaubnis Maleks Chipset benutzt. Zum Glück ist sowas sehr selten. Wenn ich alle meine Erlaubnisse doppelt bestätigen müsste, wäre ich mit VD2 noch heute nicht fertig, weil ich nur am Mailen wäre. Wobei, sicher ist sicher. Noch ein Brief. Hi, halt mich bitte nicht für übermütig, aber ich wollte mal fragen, ob ich nicht in den Credits vorkommen könnte. Okay, da das Grandy bei mir in U unterwegs in Düsterburg auch gemacht hat, denke ich, für 50 € geht das klar. Und ein Brief. Ich wollte nur mal fragen, woher du die Blutschrift hast, denn wenn man sich aus deinen Sätzen Buchstaben rausschneidet, das sieht nicht so toll aus. Kein Kommentar. Mittlerweile hat Malex tatsächlich eine Font bei Vampire's Dawn der Internetseite rausgehauen, mit dem man die Blutschrift selber schreiben kann. In Word. Also das ist jetzt kein Problem mehr. Schaut einfach mal nach, wenn ihr sowas braucht. So, jetzt haben wir hier unsere schönen Särge. 4 an der Zahl, weil wir ja noch einen vierten Kompagnon dazu packen können. Können uns erstmal ausruhen. Wir können uns erstmal hier nur etwas ausruhen. Die einfachste Heilung. Irgendwann wird auch alles komplett geheilt, selbst der Status. Wenn wir jetzt vergiftet wären oder so, wird dann auch irgendwann komplett oben sein. So, hier hat sich noch nichts getan. Wir gehen mal wieder nach oben zum Dach. Und reden einmal mit Jinai, was wir nun tun können. Wir haben den Dieb leider nicht erwischt. Wir haben ihn von Syras aus verfolgt, bis wir in einer Stadt angekommen sind, die wohl an einem Fluss angrenzt. Dort waren zu viele Wachen, an denen wir nicht vorbeikamen. Dann wart ihr anscheinend in Mestor. Ich habe schon vermutet, dass dort der Unterschlupf der Diebe ist. Es gibt dort eine große Kanalisation. Dort wird der Dieb sich wohl versteckt haben. Frage mich, wie er an den Wachen vorbeigekommen ist. Er wird sicher einige Geheimgänge kennen, wie auch immer. Als nächstes müsst ihr Burg Varys erobern, denn die Wachen in Mestor gehören zu den Soldaten auf Burg Varys. Wenn ihr die Burg angreift, werden die Soldaten aus Mestor den Soldaten in Burg Varys zu Hilfe eilen. Dort könnt ihr sie dann alle gemeinsam vernichten. Wie sollen wir das anstellen? Ihr solltet euch noch mit den Söldnern verbünden. Nötige Geld habe ich besorgt. Von nun an erhaltet ihr in regelmäßigen Abständen Steuereinnahmen. Die Münzen lagern dann hier im Turm im Erdgeschoss. Ihr könnt es dort abholen. Ich zeige euch jetzt, wie ihr andere Burgen erobern könnt. Wir treffen uns im ersten Stock dieses Turms. Naja, schön. Dann gehen wir mal wieder nach unten. Jetzt geht's nämlich erstmal fast schon richtig los. Jetzt kommen die Burgeneroberungen dazu. So, schaut her. Hier habe ich eine Karte der Welt, wie sie nun aussieht. Mit Hilfe dieser Karte könnt ihr euren Kriegern befehlen, andere Schlösser anzugreifen. Hier ist die Position aller Schlösser und Burgen eingezeichnet. Dieses Schloss befindet sich hier unten. Dort sind wir, wo es blinkt. Mein Schloss. Ja, von mir aus. Rechts unten findet ihr die Anzeige der Reserveeinheiten. Dies sind alle Einheiten, die momentan nicht in einem Schloss stationiert sind. Allerdings werde ich dafür sorgen, dass alle Soldaten, die sich in der Reserve befinden, hier im Schloss stationiert werden, damit sie nicht sinnlos rumstehen. Daher nutzt ihr die Reserve nur dazu, Einheiten zwischen den Burgen zu verschieben, um so eure Verteidigung zu verteilen oder um andere Schlösser anzugreifen. Dazu drückt ihr erst auf dem Schloss Enter, von dem ihr Einheiten abziehen wollt. Dadurch erscheint das Einheitenauswahl. Durch Drücken von links oder rechts könnt ihr den Einheitentyp auswählen.
Wenn ihr verschieben wollt. Drückt ihr oben oder unten, könnt ihr Einheiten in die Reserve packen oder aus der Reserve in ein Schloss. Wollt ihr ein Schloss angreifen, so verschiebt ihr also zuerst einige Einheiten in die Reserve und dann von der Reserve auf das Schloss, das ihr angreifen möchtet. Wollt ihr diesen Plan verlassen, drückt ihr einfach ESC. Die Länder werden in der Farbe in ihrer Besitzer markiert. Besitzt ihr die Burg, so gehört euch das dazugehörige Land und dessen Hauptstadt, aus der ihr dann Steuereinnahmen beziehen könnt. Rot sind eure Länder, gelbe Länder gehören dem Clan der Heiligen Krieger und schwarze Länder stehen unter der Kontrolle der Elras. Nun, so sieht's jetzt aus. Na, jetzt können wir hier mal rumswitchen. Das wäre die Burg, die wir als nächstes angreifen sollten. Ardos, Horan, Raka, Raonom, Zaras, Yola und Faren. Das sind die ganzen Schlösser. Alles, was ihr jetzt machen müsst, ist die Eroberung der anderen Schlösser. In jedem Schloss gibt es ein Stück der Steintafel, das ihr holen müsst. Ihr solltet zuerst Schloss Varys erobern, um euch in Mestor nach dem Dieb umschauen zu können. Heuert Söldner an oder verwandelt einige Menschen in Vampire, um Krieger für eure Eroberungen zu haben. Allerdings solltet ihr die Städte nicht ausrotten, denn jeder Einwohner zahlt natürlich nur dann Steuern, wenn er noch am Leben ist. Aber warum greifen wir denn nicht die Städte selber an? Hätten wir es doch mit weniger Gegnern gleichzeitig zu tun. Und dabei die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen? Och, klingt doch vielversprechend. Aber dann verlieren wir doch die Unterstützung der Bevölkerung. Eine Tyrannei führt nur zu Aufständen. Und Städte in Schutt und Asche zu legen, ist auch kein vernünftiger Weg. Erobert lieber die Burgen, dann wird die Bevölkerung euch auch Steuern zahlen. Denen ist es egal, an wen sie ihr Geld abgeben müssen, solange sie dafür in Frieden leben können. Gut, dann holen wir uns die Burgen. Wird auch die Steintafeln. Wie in jedem Schloss des Clans der Heiligen Krieger befindet sich auch hier ein Gewölbe, in dem ein Bruchstück der Steintafel versteckt wurde. Der Eingang zu diesem Gewölbe müsste in einem kleinen Haus östlich dieses Turms liegen. Sucht dort nach dem Eingang und holt das Bruchstück. Wenn wir alle Bruchstücke haben, können wir endlich die Welt wieder zurückformen. Na fein, dann suchen wir jetzt nach diesem Eingang. Schaut auch mal in den dritten Stock dieses Turms. Dort werde ich noch einige Dinge bereitstellen, die euch nützlich sein werden. Meister, Meister! Was gibt es, Ronak? Bitte, Meister, darf ich mich darum kümmern? Ich will euch helfen. Lasst mich eure Eroberungen auswerten. Du? Vergiss es, du kannst ja nicht mal richtig putzen. Bitte, Meister! Mach's doch eh alles falsch, Ronak. Lass ihn doch. Er kann doch hier nichts kaputt machen. Doch, zum Beispiel diese Karte hier. Aska, sei doch nicht so streng mit ihm. Könnte ich deine Wünsche nur ablehnen. Na schön, Ronak, dann halte uns mal auf dem Laufenden. Danke, Meister, danke, danke, danke. Schon gut, wehe, du machst etwas falsch. Niemals, Meister. Die Karte! Ist doch alles heil geblieben, also los jetzt. Ich werde Ronak alle relevanten Ereignisse erzählen. Nun werde ich mal schauen, was der Clan so treibt. Vielleicht finde ich etwas heraus. Ach, und noch was. Hier habt ihr eine Zufluchtrunentafel. Damit kann einer von euch den Zauber Zuflucht lernen, der euch hier ins Schloss und wieder zurück an den Ort bringt, an dem ihr standet, als ihr den Zauber gesprochen habt. Wie wäre es noch mit ein paar mächtigeren Runentafeln? Könnte nicht schaden. Besorgt die Runen vom Dieb in Mestor. Ich erkläre euch, wie ihr selber welche herstellen und verwenden könnt. Runentafel Zuflucht. Eure ersten Steuereinnahmen werden bald eintreffen. Positioniere noch ein Skelett vor der Schatzkammer im Erdgeschoss dieses Turms. Bei ihm könnt ihr die Viehladern abholen. Im Erdgeschoss dieses Turms befindet sich außerdem der Rekrutierungsraum. Dort könnt ihr eure Gruppe mit Vampiren oder Söldnern auffüllen, die hier im Schloss stationiert sind. Ich werde euch nicht enttäuschen, Meister. Wer es glaubt. Im Magierzimmer befinden sich nun jede Menge Anleitungen zu allen Elementen des Spiels. So, dann hätten wir das jetzt auch schon mal. Jetzt gilt es also, die Söldner anzuheuern.
Werde ich dann natürlich auch machen, aber zuerst mache ich, kümmere ich mich hier rum. Was ist denn das? Das hier wird euch bei eurer Aufgabe helfen. Dort rechts steht ein Gerät, mit mittels dem ihr diverse Fähigkeiten verbessern könnt. Jede Fähigkeit könnt ihr insgesamt einmal lernen und zweimal verbessern. Dazu braucht ihr allerdings Seelen und ihr müsst eine gewisse Stufe erreicht haben. Für das Erlernen einer Fähigkeit benötigt ihr Stufe 15. 15 Seelen und Stufe 1. Wollt ihr eine Fähigkeit zum ersten Mal verbessern, müsst ihr Stufe 30 erreicht haben. Außerdem braucht ihr 25 Seelen. Für eine zweite Verbesserung einer Fähigkeit braucht ihr 35 Seelen und ihr müsst mindestens Stufe 60 erreicht haben. Am besten, ich schreibe euch das hier in dieses Buch. Und nun besorgt ihr besser einige Runen vom Dieb, den ihr verfolgen solltet. Sobald ihr welche habt, kommt ihr hier wieder in den Raum, dann zeige ich euch, was ihr damit anstellen könnt. So, das können wir uns noch einmal kurz anschauen. 80 Seelen haben wir gerade, das ist gut. So, hier können wir jetzt viele, viele, viele verschiedene Fähigkeiten erlernen. Mitunter das Schlösser knacken, Heimgänge finden, besseres Blut saugen, also dass wir mehr Blut aus den Menschen herausbekommen, Angriffskraft der gesamten Gruppe um 10 erhöhen, Verteidigung, nee, Intelligenz, Verteidigung. Geschick. Durch Tierschlachtung erhält man eine Blutflasche und einfaches Fell. Ja. Hiermit können wir herumliegende Gegenstände besser finden. Die werden dann blinkend angezeigt. Heilungsrate ist 2 LP je 5 Sekunden. Fledermausverwandlung verbraucht ein Blut 3 Sekunden. Geschwindigkeit der Diebe beim Stehlen. Entziffern einfacher Karten, Lügen, Fallen finden, also dass wir darüber hinwegspringen können quasi, dann die Steuereinnahmen erhöhen um 10%, das Lesen leichter Texte der alten Sprache und die Stärke der eigenen Einheiten im Burgenkampf um 2 erhöhen. Und das geht dann halt bis hier hoch. Wir haben 88 Seelen und 15 Seelen pro brauchen wir. Also würde ich einfach mal sagen, wir können schon mal ein paar verteilen. Und ich würde sagen, würde einfach mal gerne Schlösser knacken mehr können. Dann Angriffskraft erhöhen. Intelligenz ist auch immer ganz gut. Dann kann man nämlich auch Rezepte und so besser lesen. Fallen sind auch immer ganz gut. Heilungsrate würde erstmal gehen. Ja. So. Ihr Lieben, ich würde dann erstmal sagen, ich muss nämlich noch ein paar andere Sachen auch noch aufnehmen. Bisschen vorproduzieren, würde ich jetzt erstmal sagen, wir speichern jetzt hier einmal an diesem Punkt und beende dann erstmal dieses Let's Play für jetzt und bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Man sieht sich. Bis bald.